ganz, ganz viele verschiedene berufliche Dinge getan. Ich habe irgendwann mal Abitur gemacht, habe Zerspaner gelernt, drehen, fräsen, schleifen, habe dann Maschinenbau studiert, abgeschlossen. Dann kam Kind, dann kam Wende, konnte ich nicht mehr als Ingenieur arbeiten, habe dann mich als Automobilverkäuferin beworben, habe das ganz viele Jahre dann auch gemacht, habe nochmal Versicherungsfachfrau abgeschlossen, bin dann wieder zurückgegangen zu den Automobilen, weil Versicherung war, naja, nicht so ganz mein Ding. Habe dann daraus einen Plan B gebraucht, aus dem zweiten Mal Automobilverkäuferin, da war ich bei BMW, der Job war toll, der Chef nicht so. Und habe dann mir selber eine Coaching-Ausbildung gegönnt. Aus dieser Coaching-Ausbildung heraus habe ich die Stelle gekündigt, bin umgezogen von Thüringen nach Bad Zwischenahn bei Oldenburg, habe einen neuen Partner, inzwischen einen Mann, also wir haben geheiratet mittlerweile. Meine Tochter ist 27, meine Enkelin 2,5, also das Leben ist richtig gut. Und jetzt mache ich die Coaching-Ausbildung Kinder- und Jugendcoach, weil es mir total Freude macht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe die letzten 2 Jahre bei der Agentur für Arbeit war ich tätig, bin aus einer Freiberuflichkeit in einem Projekt gestartet, also als Angestellte der Arbeitsagentur, als Jobcoach, habe das Projekt mit aufgebaut, das Projekt läuft weiter, mein Arbeitsvertrag ist leider nur für 2 Jahre befristet gewesen, das war so richtig mein Herzblut auf dieses Projekt, musste ich mich verabschieden, hat alles nicht geklappt, was ich versucht habe, da zu bleiben, also nicht immer gelingt alles, aber ganz oft. Und habe dann eines Sonntags auf der Couch gesessen und habe geguckt, ich möchte gerne noch was anderes machen, möchte mein Portfolio erweitern. Und bin durch Zufall auf das IPE gestoßen und das hat mich dermaßen angesprochen, eben auch mit diesen ganzen Tools, mit dem vielen Praktischen während der Ausbildung, dass das gleich geübt wird. Und das hat mich total begeistert und ich habe mich da gleich gelesen, angemeldet und ja, jetzt bin ich hier. Für mich und ich sehe ja auch mit den Partnern, mit denen wir hier üben, also mit Erwachsenen, funktioniert es genauso gut, hat mich total beeindruckt. Für mich ist es total kraftvoll, weil ich aus einer schwierigen Situation dieses Coaching begonnen habe. Das heißt, ich habe mich von diesem Projekt, aus der Arbeit, aus dem Arbeitsvertrag von der Agentur verabschiedet. Ich war tief, tief traurig, also ich war richtig am Boden. Und als ich dort am letzten Tag war, ich konnte lächelnd da rausgehen, ich habe mich im Guten von allen verabschiedet. Das hat mir so viel gegeben, dass ich da wirklich gut rausgekommen bin und jetzt wirklich froh in die Zukunft gucke, weil ich freue mich total drauf, das Neue zu beginnen. Es ist total lustig. Also wir haben ganz viel Spaß, wir lachen viel. Jeder darf seine Späßchen machen, Daniel macht seine Späßchen und alle müssen lachen. Also richtig klasse. Als sehr sympathischen Menschen, als sehr authentisch nehme ich ihn wahr, humorvoll und natürlich mit so viel Erfahrung. Ich sage immer, gefühlte 1000 Jahre Erfahrung hat Daniel. Und gestern, mein Wunsch wäre so, ich weiß natürlich, dass das nicht geht, mein Wunsch ist, hier aufzuhören und so eine Fernübertragung zu haben von dem, was er kann, auf mich. Und dann kann ich richtig loslegen. Wir waren vorige Woche mal zu einem Weintrinken so unterwegs, ich mit meinem Mann. Und ich habe da teilweise mit Leuten gesprochen, die dann gefragt haben, halt, was machst du denn? Sag ich, ich bin gerade im Moment in der Umorientierung, in der Neuorientierung. Und ab 1. Juli möchte ich als Kinder- und Jugendcoach arbeiten. Und eine Lehrerin war dabei, die mittlerweile in Pension ist, die gesagt hat, oh du, das ist genau das Richtige, das fehlt total, meine Enkel, die haben so Probleme, mit denen muss ich ganz oft was noch zu Hause arbeiten, damit die in Ruhe in die Schule gehen können und keine Angst haben und sich da richtig auf die Schule konzentrieren können und wieder Freude an der Schule haben. Und deswegen denke ich, das ist genau das, was gebraucht wird.